Hallo zusammen und willkommen zum ersten Beispielvideo, welches sich mit elementarer Zahlentheorie beschäftigt. In diesem Beispielvideo werden wir grundlegende modulare Arithmetik veranschaulichen bzw. einüben und all das werden wir durch vier Teilaufgaben tun und alle Teilaufgaben werden von der Form sein, dass man etwas zu zeigen hat. Wir starten zunächst mit Teilaufgabe A und hier soll jetzt ganz grundsätzlich eine Teilbarkeit gezeigt werden. 7 soll diese Summe hier teilen. Und dazu wollen wir modulare Arithmetik als Hilfsmittel benutzen, betrachten also diese Summe mod 7 und wollen am Ende darauf hinaus, dass diese Summe gleich 0 mod 7 ist, was äquivalent dazu ist, dass 7 diese Summe teilt. Hierbei wollen wir uns die Rechnung möglichst einfach machen, also modulare Arithmetik sehr geschickt benutzen. Und modulare Arithmetik hat hier so funktioniert, dass wir das Modden hineinziehen konnten in die Summanden und auch in jeden einzelnen Summanden und in jeden einzelnen Faktor. Das machen wir dann hier. Wir ziehen also hier komplett rein bis in die 3, jeder einzelne von diesen 105 Dreien und jeder einzelne von diesen 105 Vieren. Und dort dürfen wir beliebig abändern mod 7. Und das tun wir direkt beim zweiten Summanden. Und zwar in jedem einzelnen Faktor, da ändern wir jede 4 zu einer minus 3. Und dann bekommen wir, dass wir hier haben 3 hoch 5 plus minus 3 hoch 105. Und im nächsten Schritt, naja, da benutzen wir eigentlich im Grunde eine Gleichheit, denn jetzt haben wir minus 3 hoch 105, die Minus zieht sich 105 mal raus. Wir bekommen also insgesamt eine minus 1 als Vorfaktor. Das heißt, das hier oben ist gleich dem hier unten 3 hoch 105 minus 3 hoch 105 und das ist auch wieder schon in z gleich 0 und damit haben wir, dass diese anfängliche Summe gleich 0 mod 7 ist und damit 7 Einteiler von dieser Summe. Damit ist der Beweis hier abgeschlossen. Kommen wir zum nächsten Teil und hier wollen wir jetzt wieder eine Teilbarkeit zeigen. Wir wollen zeigen, dass 15 diese Summe hier teilt, wobei nur der erste Summand eine Potenz ist. Und ja, wir definieren einfach mal diese Summe als x. Und jetzt starten wir mit dem Beweis. Wir könnten jetzt genauso gut vorgehen wie gerade, indem wir einfach mod 15 rechnen und zeigen, dass 0 am Ende herauskommt. Aber wir machen es uns noch ein bisschen leichter, indem wir die Kongruenzen nicht mod 15 betrachten, sondern mod 3 und 5, denn wenn eine Zahl durch 15 geteilt wird, genau dann wird sie auch durch 3 und 5 geteilt. Das heißt, das, was wir jetzt hier tun werden, ist dieses x, was wir hier definiert haben, also diese Summe, einerseits mod 3 zu betrachten und andererseits mod 5 und starten dabei mit mod 3. Naja, und jetzt haben wir mod 3, dass wir, wie vorher auch schon, die Multiplikativität und Additivität der Kongruenz, modularen Kongruenzen benutzen. Das heißt, das Mod hier reinziehen und Mod 3 ist 4 gleich 1 und damit haben wir hier x ist gleich 1 hoch 100 plus 2 Mod 3. 1 hoch irgendwas ist sogar schon in z immer 1 und damit haben wir hier 1 plus 2 und damit 0 Mod 3. Damit insgesamt, dass x durch 3 geteilt wird. Hälfte haben wir geschafft. Kommen wir zur anderen Kongruenz. Betrachten wir mod 5. Hier machen wir das Gleiche, aber jetzt haben wir 4 mod 5. Ja, und das ist das Gleiche wie minus 1 mod 5. Bei Potenzen lohnt es sich gerne, bei modularen Rechnungen solche Zahlen durch ihre negativen auszutauschen, beziehungsweise mod 5 die entsprechende erste negative Zahl zu nehmen. Bei 4 wäre das jetzt minus 1 mod 5. Und hier benutzen wir jetzt das Gleiche. Wir haben minus 1 hoch 100. Naja, das ist in z auch schon immer 1. Und damit haben wir insgesamt 1 minus 1 mod 5. Achso, vorher haben wir auch die 14 hier mod 5 reduziert minus 1 erhalten. Hätten hier auch 14 lassen können, aber wie gesagt, minus 1 deutlich kleiner zum Rechnen. Hier oben haben wir auch schon mal sowas gemacht. Mod 3 haben wir die 14 auf 2 reduziert. Wir sind wieder hier, haben also 1 minus 1, das ist auch schon in z 0 und damit haben wir, dass x gleich 0 mod 5 ist und damit 5x teilt. Und damit ist der Beweis mit dem obigen hier
abgeschlossen. Diese beiden Teilaufgaben waren sehr sinnvoll, um zu zeigen, dass modulare Arithmetik sinnvoll ist, um Teilbarkeiten zu zeigen, man hierbei aber auch durchaus raffinierter vorgehen kann, außer direkt zu modden. Man kann auch das entsprechende Modulo aufteilen in seine Primfaktoren bzw. Primpotenzen. Und jetzt wollen wir aber nicht Teilbarkeit zeigen, sondern wir wollen einfach mal 3 hoch 40 mod 7 ausrechnen. Ausrechnen bedeutet einfach mal die entsprechende Zahl zwischen 0 und 6 zu finden, sodass 3 hoch 40 kongruent zu dieser Zahl ist. In dem Fall kommt 4 heraus, aber das brauchen wir gar nicht vorher eigentlich zu wissen. Wir starten einfach wieder mit den Rechnungen. Wir betrachten also 3 hoch 40 mod 7. Wie kann man jetzt hier vorgehen? Naja, wir starten natürlich Eine Möglichkeit ist, wir haben wieder hoch 40. Wir können vielleicht die negative Zahl nehmen, um vielleicht etwas cleverer vorzugehen, als direkt 3 zu potenzieren. Wir probieren das mal aus. Und dann haben wir natürlich, weil wir die negative nehmen und hoch eine gerade Zahl, es kommt das gleiche heraus, wie als ob wir die positive Zahl genommen hätten. Das heißt, wir bekommen, dass 3 hoch 40 gleich 4 hoch 40 mod 7 ist. Und wir wollen insgesamt auf 4 mod 7 hinaus. Und jetzt benutzen wir mal Folgendes. Und zwar können wir jetzt die 40 schreiben als 13 mal 3 plus 1. Und wie kommen wir darauf? Bei der 4 fangen wir jetzt an, ein bisschen zu potenzieren. Und naja, was kommt raus? 4 hoch 2 ist 16, mod 7 ist 16 gleich 2. Okay, das dann wiederum mit 4 multipliziert, damit wir auf 4 hoch 3 kommen. Das heißt, wir haben 4 hoch 2 ist gleich 2 mod 7. Das wiederum mal 4 sind 8 mod 7. 8 mod 7 ist aber 1. Und damit haben wir, dass 4 hoch 3 gleich 1 ist. Das heißt, wir wissen jedes Mal, wenn wir bei 4 hoch 3 sind, dass dann 1 rauskommt. Und damit machen wir den folgenden Trick, den man sich auch super merken kann. Wenn wir schon wissen, dass eine Zahl hoch eine Potenz kongruent zu 1 ist, bezüglich oder Modulo des entsprechenden Modulos, dann können wir Division mit Rest durch die entsprechende Potenz nehmen. Das heißt, wir machen hier 40 mit Division mit Rest durch 3, bleibt 13 über. Oder kommt 13 als Quotient heraus und 1 als Rest. Das heißt, wir schreiben dann hier 40 ist gleich genau dieser Ausdruck auf der rechten Seite. Benutzen Produktregeln oder Potenzregeln. Schreiben dann also hier 4 hoch 3 mal 13 oder 13 mal 3. Und das Plus hier hinten wird einfach abgespalten. Das Plus in der Potenz wird zu einem Mal in der Basis. Das ist diese 1 dann hier. Und dann haben wir noch die Potenzregel, dass wenn wir jetzt umgekehrt aufgeschrieben 3 mal 13 haben, dass wir genauso gut schreiben können, Basis hoch erster Faktor, das Ganze in Klammern hoch zweiter Faktor. Also am Ende des Tages steht hier einfach nur 4 hoch 40 ist gleich 4 hoch 3 hoch 13 mal 4 hoch 1. Und damit haben wir, weil wir da gleich 1 herausbekommen, das folgende: 1 hoch 13 und 1 hoch 13 ist sogar schon in Z gleich 1 und damit insgesamt 4 bleibt der zweite Faktor 4 über und das ist genau das, was wir wollten. 3 hoch 40 ist gleich 4 mod 7. Warum haben wir nicht das gleiche mit dem Faktor 3 gemacht oder beziehungsweise mit der Basis 3? Da war es nämlich so, dass das nächste Mal, dass 1 rauskommt mod 7, erst bei 6 gewesen wäre. Und ja, da wäre die Rechnung hier, beziehungsweise hätten wir erst später herausbekommen. Und ja, hier ist eine Möglichkeit, einfach mal die Basis sozusagen zu wechseln. In jedem Fall ist aber der Beweis jetzt abgeschlossen. Wir haben jetzt also gesehen, wie uns modulare Arithmetik dabei hilft, Teilbarkeiten zu zeigen, beziehungsweise den Rest des entsprechenden Modulos herauszubekommen. Was passiert aber, wenn wir uns folgende fragen, oder wie kann uns modulare Arithmetik auch in anderen Situationen behilflich sein? Und hierzu schauen wir uns die folgende Frage an. Und zwar wollen wir zeigen, dass Zahlen der Form n gleich 4k plus 3, wobei k eine ganze Zahl ist, nicht als Summe zweier ganzzahliger Quadrate geschrieben werden kann. Wie kann uns hierbei modulare Arithmetik behilflich sein? Wir starten den Beweis und machen es mit Kontraposition.
Wir wollen also jetzt zeigen, dass wenn eine Zahl eine Summe ganzzahliger Quadrate ist, dass sie dann automatisch nicht von dieser Form sein kann. Und warum hilft uns hier modulare Arithmetik? Naja, eine Zahl, die so aussieht, ist immer gleich 3 mod 4. Das heißt, wir nehmen also jetzt diese Darstellung in der Kontraposition n ist gleich a² plus b² mit a's und b's aus z. Also Summe zwei ganzzahliger Quadrate. Und dann wissen wir, dass natürlich auch diese Gleichheit modulo 4 gilt. Modulo 4 ist es aber jetzt so, wir wollen wieder die Arithmetik benutzen, die wir vorhin schon benutzt haben. Und da ist es so, wir können das Modden komplett reinziehen. Wir können erst a modden und b modden, gucken, was im Quadrat immer rauskommen kann und schauen, was für Möglichkeiten wir für n haben, modulo 4. Und hierzu schauen wir jetzt mal die folgende Tabelle an. Wir haben also jetzt mal a. A modden wir jetzt modulo 4 und schauen, was für Reste rauskommen. Und so ist das R jetzt auch definiert. Das R ist jetzt erst der Rest modulo 4 definiert, wobei der Rest dann zwischen 0 und 3 ist. Das heißt, eigentlich ist es der Rest aus der Division mit Rest mod 4. So wie es hier steht, a ist geschrieben als Quotient von a mal 4 plus Rest a. Bei der Division ist das das gleiche mit a Quadrat, jetzt gerade mal hier, schon mal für die andere Spalte. Und nochmal zur Erinnerung, was die Division mit Rest war. Aus der Grundschule wusste man, wie man es durchführt. Das ist dann nochmal hier dargestellt. Aber im Grunde hatten wir immer so ein Q zu einem Dividenden b und einem Divisor a, der nicht 0 sein durfte, fanden wir immer einen Quotienten und einen Rest, sodass wir schreiben können, b ist gleich q mal a plus r, wobei der Rest aber noch zwar positiv, aber echt kleiner als der Divisor war. Wie kann einem das bei der Fragestellung hier behilflich sein? Der Rest bei der Division mit Rest ist die eindeutige Zahl zwischen 0 und einem weniger als das Modulo, das heißt in dem Fall zwischen 0 und 3, welche kongruent ist zu der anfänglichen Zahl, also in dem Fall a. Und da steht hier nochmal, die Eindeutigkeit zwar nicht, aber in jedem Fall kommt raus, dass b, wenn b die anfängliche Zahl ist und wir durch a teilen, also der Modulo gleich a ist, dann ist der Rest immer zu b kongruent. Wir haben also jetzt als Rest bei der Division mit Rest für das a 4 Möglichkeiten. Und zwar die Möglichkeiten 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Und ja, wenn wir halt diese Möglichkeiten für das a haben, modulo 4, dann fragen wir uns, was kann denn im Quadrat dann herauskommen? Naja, und hier können wir wieder die Arithmetik benutzen. Der Rest von a Quadrat modulo 4 ist das gleiche, als ob ich zunächst modulo a reduziere, das heißt entweder einen von diesen vier herausbekomme, das dann quadriere und danach wieder modulo rechne. Also nehmen wir hier 0 zum Quadrat ist 0 mod 4, 1 zum Quadrat ist 1 mod 4, 2 zum Quadrat ist 4 ist 0 mod 4 und 3 zum Quadrat ist 9 gleich 1 mod 4. Mod 4 sind also jetzt die eindeutigen Reste zwischen 0 und 3 von a Quadrat und dementsprechend auch b Quadrat. Immer 0 oder 1. Das heißt für uns also, dass wenn wir nun weitermachen, wir für n gleich a² plus b², was für Möglichkeiten herausbekommen modulo 4? Wir bekommen natürlich gerade r, der Rest von a² modulo 4 und der Rest von b² modulo 4, heißt in dem Fall bei der Division mit Rest, der eindeutige Rest zwischen 0 und 3. Und naja, hier haben wir halt nur die Möglichkeiten 0 oder 1, das heißt in der Summe kommen immer nur raus 0, 1 oder 2. Insbesondere heißt das, dass niemals 3 herauskommt, das heißt n ist niemals kongruent zu 3 mod 4, aber alle Zahlen der Form 3 plus 4k sind immer genau kongruent zu 3 mod 4. Und damit haben wir den Beweis abgeschlossen. Ein n, das sich schreiben lässt als Summe zweier Quadrate ist niemals kongruent zu 3 mod 4 und lässt sich damit auch niemals schreiben als 3 plus 4k für egal welches z, k aus z. Hiermit kommen wir auch zum Ende dieses Videos und wie immer zu einer Zusammenfassung.
was war das Thema dieses Videos. Wir wollten die elementare Zahlentheorie, genauer die modulare Arithmetik an einigen Beispielen üben, genauer Aussagen der Form zeigen, sie beweisen, 4 Stück an der Zahl. Die ersten haben konkrete Teilbarkeiten bewiesen, bei der ersten hat man im Endeffekt nur gemoddet, geschickt, die richtigen Kongruenzen benutzt und entsprechend natürlich die Additivität und Multiplikativität dann benutzt. Bei der zweiten ist man noch so vorgegangen, dass man sich einzelne Teile aufgeteilt hat, um die Rechnung wiederum noch kleiner zu machen. Und bei der letzten, ja, da hat man noch die Division mit Rest benutzt. Wenn man schon wusste, dass eine bestimmte Potenz einer Zahl gleich 1 ist, Division mit Rest durch diese entsprechende Potenz gemacht, der anfänglichen Potenz. Und ja, damit konnte man die Potenz reduzieren. Ein sehr wichtiger Trick, merkt euch den sonst. Und zuletzt haben wir uns gefragt, bei was für weiteren Fragestellungen kann uns denn modulare Arithmetik behilflich sein? Und hier war dann die Frage, ob Summen zweier ganzzahliger Quadrate von der Form sein können, n gleich 4k plus 3. Und die Antwort war nein, weil wir uns angeschaut haben, was modulo n herauskommen kann, modulo 4 herauskommen kann für n, wenn diese Zahl von einer solchen Form ist, also Summen zweier Quadrate. Und das war nie 3. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Schaut euch auch die anderen Videos zu elementarer Zahlentheorie an.